Heute haben wir mal wieder eine ganz kranke Challenge mitgebracht. Und zwar essen wir heute wieder die schärfsten Nudeln der Welt. Heute mal nicht mit Tim, sondern ein neuer Gast, der sich der Challenge stellen will. Also Junge, wo ich das gehört habe, ich dachte mir, Digga, was willst du? Also was machst du hier? Ich hasse scharfes Essen, Leute. Und ich habe richtig gelitten das eine Mal, wo ich verloren habe. Weißt du es noch, bei deinem Cousin? Boah, ich weiß, ich kann mich da an was Vages erinnern. Mit Schwitzen, übergeben. Boah, doch. Alles ja, passiert, ja. Aber nichts Nettes auf jeden Fall, Freunde. Ich kann scharf schon ein bisschen ab, aber die sind immer noch zu doll. Also solche Nudeln kann... Ich glaube, keiner kann sowas komplett ab. Ich habe Bock auf die Nudeln. Heisen hat weniger Bock auf die Nudeln. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Challenges sehen wollt. Lasst ein Abo da. Checkt bei Heisen das Rematch ab. Auch eine ganz kranke Challenge. Müsst ihr euch geben. Digga, wie scharf sind die? Sag mal ehrlich, auf einer Skala von 1 mit den schärfsten Nudeln der Welt. Ich habe das noch nie gegessen. Noch nie. Also, ich sag ehrlich, ich komme sehr doll ins Schwitzen. Ne? Mit Taschentuch nehmen, Träne wegwischen und so. Digga, ich glaube, ich sterbe. Was machen wir heute? Draft, hast du gesagt? Einfach Draft. Wer das Bessere hat, gewinnt. Ich sag ehrlich, ich habe gerade eben eine Stunde Drafts aufgenommen und habe schon mal mich reingeschwitzt, ne? Junge, aber bei mir im Zimmer, er ist ja gerade bei mir, da habe ich immer Glück. Also von daher. Mal schauen, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Xing Shang Shang machen. Xing Shang Shang. Xing Shang Shang. Du das anfangen? Nein, Let's Digga. Go. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins? Dann checkt MMOXP ab. Hier kriegt ihr die günstigsten und auch sichersten FIFA-Coins. Mit dem Code Jenk spart ihr dazu noch 5%. Also gönnt euch. Erster Link in der Beschreibung. Ja, Draft-Token wird verwendet, auf jeden Fall. Aber es geht nur nach Rating, Bro, ne? Ja, nur nach Rating plus Chemie da. Okay. Ich nehme mal 4-3-3. Ich glaube, das ist die. Obwohl... Ich finde die Dreierketten so krank gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt verarscht. Ich sag gar nicht, Dreierketten waren richtig... Ich habe mich dazu jetzt entschieden, Digga. Ich weiß nicht, ob du mich... War so schlecht, oder was? Die waren richtig schlecht. Nein. Oh mein Gott. Du hast den Falschen vertraut. Ich nehme Kohl. Ja, Kohl ist gut. Beim S ist mal das Gute, da kommen mal richtig High Ratings. Deswegen, guck, Puschkas. Das fängt schon mal gut an. Nächste Stürmerkarte. Oh. Riech schon mal dran, Heisen. Riecht man noch nicht. Ich glaube, da riecht man nicht, aber ich will es mir gar nicht vorstellen, Digga. Wenn das nur. Was ist schlimmer? Hot Chip oder das? Oder du hattest gleich? Hot Chip war so ein Ticken stärker. Ich sag ehrlich, das ist so eine 11 von 10, Hot Chip ist so eine 12 von 10. Aber Brobby, guck mal, ein Brobby passt perfekt mit Gakpo eigentlich. Mhm. Stark, Bro, damit kommst du bestimmt auf 4 Rating. Ich schwöre, ich habe noch nicht geile Spieler bekommen, aber vielleicht kommt da gleich noch was. Boah! Digga, was sind das für Runden bei mir? Ich dachte, Glück ist auf deiner Seite heute. Ich dachte auch, aber vielleicht hinterher so. Letztes Mal hatte ich auch richtig schlechte Anfangszeit und Totti Eike Matthäus ist auch schon mal der richtige Weg, Bro. Komm, nächster Eike. Du weißt, was läuft. Dennis Bergab. Ja, klar, ich freue mich, Digga. So. Vielleicht sollte ich lieber an der Packung riechen. Ja, riech mal lieber dran. Ja, du weißt das ja schon ungefähr, wie es schmeckt. So. Er ist eigentlich echt Bock, das nochmal reinzuzuhören, sagen wir ehrlich. Also ich sag ehrlich, vom Geschmack her sind die top, ne? Aber der Schärfegrad, das killt alles, das killt den Geschmack weg. Ich habe auch abgelaufene Milch hier und Yashin 93. Abgelaufene Milch möchte ich nicht trinken. Ja, um zu neutralisieren. Gibt er mir abgelaufene Milch? Ich schwöre, ich wollte mir keinen Kaffee machen, hab gesehen, ist abgelaufen. Ja, perfekt. Dann kann ich nicht mal neutralisieren, den Geschmack. Oder? Oh, Premier League. Das brauchen wir eh gerade. Haaland 94. Ich glaube, Digi, du kannst dich warm anziehen. Ja, aber mal schauen. Cool. Ich sag nichts. Ich hab das letzte Mal schon bereut, dass ich zu viel gelabert hab. Und wenn ich verliere, darf ich nicht mal Milch trinken, weil abgelaufene Milch. Ich kann dir Wasser geben. Soll echt gut sein, was schaffst du. Gib mir noch mit Sprudel am besten. nächste MS-Karte, die mir sehr schmeckt. So, Lavia, guck, Leute. Oh mein Gott. Aber jetzt such LM. LM und ich bin... Boniface ist gut. LM, Bro. LM und es wird sehr schwer für dich. Okay, ich nehme ihn mit. Dann setzen wir Zulam auf die Bank, weil wir haben einen besseren. Haben wir auch noch. Was passiert hier? Das Draft sah so schlecht aus am Anfang. LM. Ja, hier, Babajide. Nehme ich mit. Stark, ehrlich. Und sogar ehrlich, plus Punkt. Was ist das denn? Du hast lieber Torwart ausgewählt. Ja, Torwart mache ich immer am Ende, damit ich mich entscheiden kann, welche Karte ich nehme. Boah, das ist sogar schlauer Move, ehrlich. Na, Nachteil jetzt, dass ich angefangen habe, Digga. Jetzt macht er mir nach. Das ist sogar schlauer Move. So, den tauschen wir direkt. Was haben wir gerade für ein Rating? 89. Ich habe letztes Mal einen 92er gebaut, aber Keeper kommt jetzt. Weil ich weiß eh, dass ich einen Premier League Keeper brauche. Und ich kriege einen Premier League Keeper. Und damit, Jank, bin ich auf Fullcam mit 91er Rating. Die 124 ist schon stark. Aber kann man noch toppen? Ich sag ehrlich, 125 kann man nicht toppen. Ja. Du hast 92 Rating, 93 Rating, was war dein Bestes? 92. Bei mir auch 92 Rating das Beste. Julian Wirtz für Kelliger vielleicht besser? Nein. Julian Wirtz mit Idee.
Ding. Ich brauche noch ein LM. Wenn ich sie rauskriege oder ein IV. Wenn ich einen von den beiden rauskriege, wäre Baba. Alles. Aber der passt irgendwie. Oh, warte. Jetzt kommt zu. Kommst du, okay? Au, au, ich weiß, was du meinst. Nein. Und Matthias IV. Oh, das ist brutal. Oh nein. Ich sag ehrlich, die 92 ist sogar drin. Ich riech meine Niederlage. Wenn LM jetzt kommt, dann kannst du, glaube ich, schon. Damit schwer. Damit sehr schwer, Bo. Aber jetzt hast du noch mal Glück gehabt. Und jetzt, da ich die letzte Karte entscheidet, jetzt über deine Niederlage wahrscheinlich schon. Wenn jetzt eine LM-Karte kommt, dann ist vorbei. Wenn nicht, dann hast du noch eine Chance. Aber ich glaube, hier kommen nur IV und so, ne? Oh, der kann nicht. Ich dachte, der kann vielleicht LM Robertson. Nein. Aber Kafu, ich habe keine RV, Digga. 94er? Nee, das macht gar keinen Sinn. Nee, ich nehme Kafu mit fürs Rating. Den hier. So. Sortiere ich hier ein bisschen nochmal rum. Muss doch Ordnung haben. So. 91er Rating, jetzt nochmal ein großer Torhüter. Mit so einem 90er Rating. Alisson, 95er Alisson, Totti. 89er Alisson. Warum kein Totti, Mann? Schade. Aber dann können wir so tauschen. Ich glaube, das wird nicht, oder? 92? Nein! Ah, oh, zum Glück, ey. 91er Rating, ich sag ehrlich, nochmal Manager, ist machbar zu verbessern, aber wird schwer für dich. Wird ehrlich schwer. 124er Rating, viel Erfolg. Danke. Ein paar Sekunden später. Alright, Draft Token für Draft Token, oder was? Digga, benutzt meine Draft Tokens! Ja, wichtig. Und ich habe sogar eine gute Forma. Messi MS, ZDM Vieira Toti Icon, da sehe ich mich jetzt. Schau, du bist auf meinem Account, ne? Der Mensch spielt das jetzt gerade. Messi Gold. Das ist mein, ist ja auch nicht schlecht. Oh mein Gott. Ich glaube, ich gehe sogar wirklich mit diesem Enzonzi, ne? Ich brauche meine. Ja, ich brauche meine vorderen Spieler. Ich bin schon aufgewärmt in Drafts. Enzonzi? Ja. Du kennst Digga, hast du Hunger oder willst du den Kopf freiwillig essen? Nimm Enzonzi als Kapitän. Ja, aber bist ja noch nicht so eine gute Entscheidung. Aber guck jetzt, RF, Messi oder Hansen? Schlau. Ja. Erster Goat in Drafts. Ja. Und Mbappé hinterher. Ja. Woher? Ah, nicht Mbappé, aber Emilio Butragueño. Ich probiere gerade maximal Auge zu legen, ne? Und jetzt schneide ich an. Schneide ich an. Totti. Dein Messi-Call geht sogar auf. Nimm nicht Messi, mit, oder? Nein. 92 ist mir zu wichtig. Wir wollen ihn. Totti und Roberto Carlos Future Star Icon. Karte sieht so geil aus. Was machen wir eigentlich, wenn wir beide ein 91er Rating hätten? Dann machen wir einen 7-5 auf. Junge! Ja, von mir aus. Ich glaube, das war es jetzt schon für dich. Nein. Ich sag ehrlich, 92 Rating ist nicht so leicht, da muss noch vieles passieren. Ja. Du hast Endo und noch ein Enzonzi, Digga. Okay, stimmt. Und Thiago Silva. Du hast noch dicke Baustellen. Aber chemietechnisch sieht es bisher echt gut aus. Habe ich hier in Premier League? Nee, ne? Du kannst Ungarn-Liga, das soll sehr gut zu linken sein. Diebusch. 2-2. Diebusch ist krass, Bro. Die kriegen halt wirklich alle schon 2 Chemie durch die Icons. Nimm Diebusch mit. Passt. 31 Chemie, 89 Rating. Ich sag ehrlich, hier kann man was draus machen. Hier kann man was. Und guckst dir an, den Move, den du eben gemacht hast, mache ich jetzt auch. Ja, schlau. Der hat geschmeckt. Der Move hat geschmeckt. Der tat weh. Der tat richtig weh. Boah, die Baller nochmal. Jo, nehmen wir mit. Wir brauchen nur noch ZMs und ein Torwart. Oder Häuser. Nochmal ein kleines Upgrade. Nehme ich mit. Sag ich nicht nein zu, ne? Ja, aber okay, ist nicht schlecht, ja. ZM, nochmal Sola, dieser Rasur. Oh, Sola ist heftig, Digga. Was willst du? Sola ist richtig krass, Bro. Ich kann wirklich keinen anderen mit dir, deswegen check ich gerade nicht, warum du das sagst. Aber gut, Sola wird genommen. Sola ist krass, ich meine das ernst. Okay, warum soll ich dich verarschen? Boah, Robertson, Alter, oh je. Ja, ich muss Van Dijk nehmen. Robertson, guck mal, wie er lächelt, ja, guck mal. Er kann auch kein ZM, ich muss mit Van Dijk gehen. Van Dijk leider nur normale Karte, aber wir bleiben noch ganz entspannt. Ich sag ehrlich, wir haben noch viele, viele Karten hier. Und ich glaube, ja komm, hier, wir machen einfach hier nochmal weiter. Gakposon. Sehr quatschig. Machen wir so. Ich sag ehrlich, es wird wirklich spannend. Langsam muss ich zittern. Diani. Osimhen Diani. Es wird ja wirklich spannend. Ich muss aber Diani. Du bist bei 90er. Okay, die passt gut. Die passt perfekt. Hansen. Boah, ich will Hansen auf Reserve stellen. Ne? Das soll krass sein. Also es soll doppelter Boost auf Rating gehen. Ja, okay. Hab ich gehört. Das Ding ist, ich brauche wirklich noch 2 Ratingpunkte. Ne? Das könnte wirklich echt noch knappes Ding werden. Elliot. Der kann Set. Hast du die Karte schon gezockt? Nee. Gut? Nee, ich auch nicht. Das ist eine richtige Frage. Kantona rüber. Bitte 91 schon mal. Nein! Digga, bleib bei 90, bitte! Ich brauche ein ZDM. Digga, es geht um Hotshot, bitte. Bitte, lieber Gott. Was passiert hier? Ich habe keine Kraft dafür. Ich musste mir Danilo Pereira, glaube ich, mitnehmen. Weil ich dieses kleine Upgrade in der Startelf brauche. Oh, das ist so schlecht!
Es ist so schlecht. Das reicht auf jeden Fall nicht. So, Danilo und Torhüter, bitte bleiben. Und genau da müsst ihr weitermachen, Freunde. Macht weiter IVs. Gebt ihm IVs. Kein IV, kein Sechser, kein Sechser, kein Sechser. Ja! Und jetzt schlechter Torhüter. Und das, Cenk, sind die Hotnudeln für dich. Oh mein Gott. Da kannst du so viel machen, wie du willst, Digga. Du bist ja auch Fullcamp. Ich sag dir auf Ernst, ich habe eben echt viele Drafts gebaut und kein Draft war so schlecht wie dieses Draft. Das ist wirklich bodenlos. Also ich hatte schon meine letzten 3 Picks schon relativ hohe Hoffnung, dass ich das gewinne. Ja. Du kannst da so viel Brumm bauen, wie du willst, Bro. Da wirst du nicht 91 Rindballer mit 33 Chemie. Ja, ich kann wirklich nicht sagen. Ich brauche halt auch noch 2 Ratings. Du kannst auf Manager vielleicht hoffen, aber nicht mal, du wirst halt Rating nicht schaffen. Ja, Rating 2 Punkte geht halt nicht. Ja. Hey, GG's, Bro, ich mach Wasser fertig, okay? Komm. Ich mach Wasser fertig, Leute. Let's go. Das ist jetzt so ein Ding wie Tim immer. Warum verliere ich immer die Hotnudeln? Die Hotnudeln in den Kühlschrank stellen? Kalte Nudeln? Cold Hotnudeln. Okay, meine Freunde, wir haben jetzt hier die Schüssel vorbereitet. Ich mische das Ganze jetzt. Das sieht schon... Das ist total. Guck dir mal die Soße an, das ist schwarz. Cool. Alter. Was ist das für eine Soße? Digga. Hier, Leute. Ich hab doch Angst. Ich sag cool, ehrlich. Ich dachte nicht, dass ich so viel Angst hab, aber jetzt mittlerweile habe ich echt wieder viel mehr Respekt für das Ding angekommen. Also... Der Geruch, das riecht schon so. Ey, weißt du nicht, dass das meine erste Challenge ist, die ich gewonnen habe? Ja, ich schwöre, sonst musste ich immer leiden. Jetzt freue ich mich mal gleich, dass jemand anders leiden muss. Ey, wir können gerne öfter zusammen bestrafen. Nein. Ich sag ehrlich, wenn ich die zweite auch noch verliere, war das letzte Mal. Digga. So, wir essen das jetzt. Oder du isst das jetzt. Ja, ich esse das. Guten Appetit. Also wenn du alles essen willst, dann bist du ein Mann. Wie viel soll ich so, was ist die Regel? Was soll ich so mindestens? Also ich sag, krass wäre schon eine große Gabe. So, das würde mir reichen schon. Das wäre schon krass. Das wäre schon krass für mich. Okay. Also ich weiß ja nicht. Du riechst es auch, oder? Freunde, ich dadurch, dass ich jetzt rieche, ich habe so Speichelbildung schon automatisch, weißt du? Weil ich denke, gleich esse ich, obwohl ich das gar nicht essen muss. Boah, das ist auch schon, das ist echt doll. Das ist wirklich sehr doll. Digga, das sind auch so rote Sachen. Das ist viel Chili oder so. Das ist auch so Sesam oder so. Ja, dann guten Appetit. Oh mein Gott. Junge, hast du 3 Tage nichts gegessen oder was? Oh, wie scharf. Wie scharf. Guck in die Kamera. Ich sauber schon automatisch. Oh mein Gott. Boah. So schlimm? Ich mach noch eine Gabel, aber das ist wirklich... Oh. Noch eine. Ich kann nicht mehr reden. Ey, nicht um... Ey, ich hatte einen Kollegen, der hat das gegessen, da musste es dran. Digga, du hast 3 Tage nichts gegessen. Freunde, was macht ihr hier? Sehr ehrlich, scharfes... Mit Zittern! Schärfeskala, 1 bis 10, was sagst du? 10. 10? Soll ich Wasser holen? Sprudelwasser? Nein! Sprudelwasser? Nein! Warte. Ich sterbe. Oh mein Gott. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Nein, die ist abgelaufen. Nein, die ist nicht abgelaufen, Spaß. 21.3. Die ist abgelaufen. Kenn ich nicht. Ey. Ich sterbe hier, da will mir abgelaufen. Will ich geben. Hilfe. Hilfe. Ich muss chillen. Was ist das? Lecker, Digga, glaub mir. Er sagt lecker. Das ist richtig lecker, ich schwör. Das ist Iso mit Sprudel. Oh, das schmeckt echt lecker. Iso mit Sprudel. Oh mein Gott. Aber Sprudel fördert halt Schärfe. Meine Hände vibrieren. Ja, weil ich das förder mit diesem Sprudelwasser und du trinkst einfach weiter. Ich brauch die Abkühlung. Ja, willst du normales Wasser? Ich hätte normales Wasser. Aber Wasser ist nicht gut eigentlich. Das ist eigentlich Spaß. Eigentlich hilft dir das nicht, aber schmeckt lecker. Es sprüht noch. Meine Hände vibrieren. Digga. Boah, ist das noch so schwarzer Pfeffer drin, ne? Heute, ich sag ehrlich, normalerweise. Boah, nur. So schlimm? Aber geht's dir gut? Normalerweise, ich hab echt alles geschafft. War immer sehr scharf, aber heute geht nicht alles. Digga, aber was ich mache? Oh, ich sag ehrlich, das war schon genug.
Digga, bei dir sind deine Lippen, zeig mal die Kamera, deine Lippen sind auch so durchblutet, so weißt du? Wegen der Schärfe so an den Seiten. Crazy, Alter. Boah, ich sag ehrlich, das hat mich auseinandergenommen gerade. Aber der Iso schmeckt gut, ne? Schmeckt gut. Aber hört echt schärf. Aber hast du Milch gerade probiert? Ich habe eine abgelaufene Milch gegeben. Oh, ich bin so ein schlechter Freund, Digga. Ich bin so ein schlechter Freund. Das hört wirklich Schärfe. Leute, macht das nicht nach. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Video. Eskaliert mit den Likes. Peace out. Tschüss. Ciao, ciao.